Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Ace of Spades, wo ich sofort am Anfang erstmal einen Schuss abbekomme. Aber das kriegt er zurück. Na, komm her. Nicht verstecken. Verdammt! Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Wieder ganz normaler Spielmodus, Team Deathmatch. Nichts Besonderes. Aber auch nichts Langweiliges. Denn eigentlich Team Deathmatch ist ja eh das Beste. So, ich gehe mal hier lang gucken. Ja, heute nehme ich wieder alleine auf. Wieso? Ja, weil, wenn ich mit jemandem aufnehme, der dann immer so leise ist. Und ehrlich gesagt, ich krieg's nicht geschissen, die lauter zu machen. Was ist das denn? Oh, geiler Ping. Ja, das ist gerade nicht sehr praktisch für eine Aufnahme. Oh, Snickers ist ja auch hier. Auch da. Schön. Also, man merkt jetzt langsam auch, dass es Frühling wird. Schöne, angenehme 15 Grad sind draußen. Perfekt. Und nachdem ich diese Aufnahme auch im Kasten habe, werde ich auch erstmal mich nach draußen begeben. Denn ganz ehrlich, so viel Spaß, wie es doch macht, zu zocken, also bei so einem schönen Wetter sollte man vielleicht auch mal rausgehen. Aber zuerst werden die Gegner einen Kopf kürzer gemacht. So, wo seid ihr? Nicht da? Okay. Habe ich mich erschrocken. Wie geil. Wie geil, wie geil, wie geil. Aber was die das kann ich schon lange. Ey, ey. Ja. So. Lulu D. German. So. Vielleicht habe ich es ja schon mal erwähnt, aber ich kann es nur noch mal sagen, diese Hintergrundgeräusche, die sie, glaube ich, auch erst neu reingemacht haben, ganz am Anfang waren die noch nicht dabei, finde ich sehr nice. Zum Beispiel jetzt hier das Windrauschen. No Japan. Oh, auch schön. Aber Japanisch kann ich leider nicht so ganz so gut. Also muss ich wirklich zugeben, aber Japanisch, nee, ist jetzt nicht so mein Fach. Okay, das sollte passen. Dieses Windrauschen, es macht mir Angst. Da war keiner. Da ist keiner. Wow, wie viele Kills habe ich schon? Ein. Scheiße. Ich habe den Server nicht selber aufgemacht. Deswegen, wenn ich ins Wasser falle, tue ich mir weh. Schrecklich, sowas. Schrecklich. Na, so. Ey, ey, kommst du? Hallo. So. Bisschen widerspenstig heute. Au, au, ich leck mich durch die Welt. Glitch, glitch. Glitch. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Komm.
Schade, nicht mehr getroffen, aber jetzt switchen wir auch sofort in eine neue Runde hinein. Hoffe ich doch, wenn unser freundlicher Merlin 575 mal in die Lobby kommen würde. So, wenn der Baum schreibt, schreibe ich Schinken. Schinken ist immer gut. Kann man auch mal essen. Ja, aber ich mache eine eigene Lobby auf. Denn so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht. Lade ich dich ein und dich und dich und dich. So. Mini-Zuschauerfaden. Wieder Standardeinstellungen. Ach nee, das war ja so. Ah, ich vertue mich da aber auch immer, wenn ich das einstelle. Jedes Mal klicke ich zuerst auf die falsche Seite. Moin. Ich weiß jetzt nicht, was er damit gemeint hat, aber egal. Eine schöne Karte. Schöne Karte, schöne Karte. Schöne Karte, so. Ist jetzt voll egal, was das überhaupt für eine Karte ist. Denn no risk, no fun. Er ist schon wieder Snickers-Eis. Na los, lade. Aber die Karte erinnert mich irgendwie an BF4. Also, ich weiß jetzt aber nicht, wie die Karte heißt. Mit den Inseln, na, und den Schiffen weiß ich jetzt nicht. Oh, Wikingerschiff. Oh, da war wohl sein Spawn. Er geht sicher in den Turm hoch. Der geht sicher in den Turm hoch. So. Hahaha. Er hat noch keine Mine gelegt, also lege ich jetzt welche. Es klappt aber auch immer wieder. Ach, herrlich ist das. Also, wenn ihr das Spiel mal selber spielt, ich kann euch nur empfehlen, macht das genauso. Es ist einfach oberwitzig. Weil die meisten auch immer einfach nichts an die Treppe hochlaufen und dann blub, sind sie weg. Jetzt bin ich einmal rum, hab keinen gesehen. So. Denkt er sich, der kann sich außen hochbauen? Der alte Schlingel. Aber so geht das bei mir nicht. Nein, so läuft das nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Und hier, jetzt hier in der Piratenkarte, ist auch sehr nice gemacht, wie man die Möwen hört. Und das Wasserrauschen. Also ich finde, das haben sie ganz toll gemacht mit den Hintergrundgeräuschen. Muss man wirklich sagen. Uah. Ich glaube, da kommt jemand hoch. Ich höre eine Hacke. Da ist niemand. Da ist auch niemand. Tschüss. Ich brauche neue Minen. Ich brauche auch unbedingt neue Minen. So, ich ersch mach's mal ihm ein bisschen schwieriger. Klar, Hacker, Alter. Da müsst ihr doch wissen, dass ich's kann. Mist, ich habe keine Steine mehr. Nicht gut. So, hau ich hier mal ein bisschen zu. So, mal ein bisschen doppeldeckig. Doppeldeckig. Schön gesagt. Damit er auch nicht so schnell hochkommt.
Klar, wir spielen mit versteckten Tricks. Diese Kackstreifen sind hier etwas auffällig. Ja, kommt. Jetzt ist er weg. Och, Snickers. Snickers, komm, das darfst du doch nicht so schwer sehen. Kennst mich doch. Ich spiele mit falschen Karten. Weißt du doch. Jetzt habe ich ihn beleidigt. Ich lasse ihn nochmal ein. Ach ja, ach ja. Nee, keine Nachricht senden, sondern einladen. Einladen und einladen. Schön. So. Das soll sich nicht so haben. Uah! Das war knapp, das war knapp. Ich könnte mal wieder unten zubauen. Otto kann nicht. Otto, an wen erinnert der mich? Irgendwoher kenne ich auch ein Otto. Na egal. Fällt mir jetzt nicht ein. Na los, Snickers. Komm wieder dabei. Mann, 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 Mann. Nur weil er ein bisschen verlieren muss. Nö. Ach, schön. So. Das ist ein Befehl. Nö. Ja, also diese Runde ist jetzt gerade nicht sehr prickelnd. Vor allem, wenn Mr. Sneakers sich vor Angst in die Hose macht, weil ich einfach zu gut für ihn bin. So. Nee, nee, nur Spaß. Alter. Ja, dann komm dabei. Ey, was ist das für eine Backkartoffel? Jetzt komm. Irgendwie David Nick. Lade ich auch nochmal ein. Also, das ist ein schönes Spiel. Also, hier kann man sehr schön auf einer Turmspitze herumlaufen. Das ist wirklich sehr krass und man kann auch drauf rumspringen. Wirklich sehr nice. Und von dem Turm aus sieht man auch schöne Bäume, Schiffe. Also wunderbar. Also dieses Spiel, ich kann es nur empfehlen. Also es ist wunderbar, geil. Einfach nur krass. Wie viele Möglichkeiten man hier doch hat. Na, die sollten mal beitreten, nicht nur in die Lobby gehen. Aber das ist ja scheiße, wenn es einen Hacker und so. Ich hätte es mal ruhig was vorher sagen können. Uah, ich werde verfolgt, ich werde verfolgt! Gehetzt werde ich! Wow, Treppe. Treppe. Treppe nicht da sein. Alter, wieso? Abschwung wurde von... Ich höre etwas hacken.
Und ich werde ihn nicht kicken, Mr. Snickers. Denn wer jemanden kickt, der kickt sich selber irgendwann raus. So, das ist meine Philosophie. Scheiße, wie komme ich denn jetzt hier rein? Jetzt habe ich mich selber ausgesperrt. LOL. Ach, ich hab's einfach drauf. Wie blöd das auch klingen mag, ich hab's drauf. Hahaha. Wo kommt er? So, jetzt muss ich ja aufpassen. Okay. Wo habe ich den jetzt? Ich glaube, er hört mich nicht so gut wie ich ihn. Denn ich habe Kopfhörer auf und er, denke ich mal, nicht. Und so ist es für mich sehr leicht, ihn zu orten. Und ich lege noch ein paar Minen hier oben drauf. Denn wir wollen ja komplett unfair spielen. Aha. Aha. Da hat sich jemand durchgebuddelt. Okay. Aha. Oh. Oh, okay, das ist einer von mir. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. So, habe ich mitgetroffen einmal. Also diese Runde ist jetzt nicht sehr interessant. Nur dass ich die ganze Zeit gewinne. Aber ansonsten, ja, passiert ja nicht sehr viel. It's me, it's Mario. Dip, dip, dip. So, wo ist er? Der Mr. Snickers. Snickers! Snickers, Snickers, Eis. Snickers, Snickers, Eis. Oh, Slayer! Yo, geile Band. Also muss man sagen, ist schon geil. Ich glaube, ich muss mich mal kurz in Deckung begeben. Denn ich werde ordentlich in die Mangel genommen. Wo bist du? Oh, da, links. Okay. Naja, jetzt sind wir wieder unten auf dem Boden der Tatsachen. Und werden uns erfreuen an diesem Untergrund der Liebe. Was erzähle ich hier gerade? Oh, hey, waren da zwei? Ich sehe das gerade hier so schlecht, weil ich mich hier gerade extrem rumlegge. Ach, jetzt hat er die Verbindung getrennt. Ach. Diese Leute. Alter! Die KD von Sir Snickers und mir. Och nee, nicht meine Minen. Ja, ich fall selber drauf rein. Yes, Slayer. Gefällt mir. Der ist mir jetzt schon sympathisch. Tut mir leid, Snickers, aber. Oh, ich zieh grad heute ein bisschen über dich her. Wieso, weiß ich eigentlich noch gar nicht, aber es macht halt auch keinen Spaß, nein. Nur, ist langweilig.
Wo bist du? Ich laufe mal hier lang. Okay, da. Oh! Der erste Kill von Mr. Snickers. Schön. Also, ich glaube, das schreibe ich mir ins Jahrbuch. Also, das ist wirklich eine Glanzleistung. Das ist schon krass, also. Aber das lasse ich nicht auf mir sitzen. So. Gut. 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 Jetzt geht's in einen Kragen. Hihihi. Aua. Das tut weh. Was machen die da? Aua, ich habe noch 4 HP, Alter. Geht das hier gerade ab? Da ist Snickers. Snickers, wo bist du? Alter, das geht jetzt ja ab. Yeah, perfekt, Alter. Wie viele Punkte habe ich? Oh, ich habe die meisten. Na ja, das war's wieder mit einer wunderbaren Runde von Ace of Spades mit Mr. Snickers, aber nur im Hintergrund zuständig. Der, naja, vielleicht jetzt etwas angepisst ist, weil ich so gut bin. Aber, yo. Und ihr, liebe Zuschauer, zockt doch mal mit, edit mich auf Steam. Mein Name 12478, einfach Service wegdenken und suchen. Da solltet ihr mich eigentlich sofort finden. Des Weiteren, es kommen, also ich versuche jeden Tag ein neues Video rauszubringen. Also gebt mir doch ein Abo, wenn das euch gefallen hat. Na, ich weiß, nicht jedes ist so gut, wie es eigentlich sein sollte, aber ich bin ja gerade noch in meiner Anfangsphase. Ich muss mich ja noch reinleben in das Leben eines Let's Players. Na gut, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, ciao mit SCH.